Ich begrüße Sie zum Video Produktdarstellung der komplexen Sinusfunktion. In diesem Video soll jetzt ein Zusammenhang hergeleitet werden zwischen der komplexen Sinusfunktion und der Gammafunktion. Dazu benötigen wir allerdings noch einen kleinen Satz, den ich hier schon einmal oben links im Bild hingeschrieben habe. Und zwar betrachten wir jetzt zwei Funktionen f und g, die Abbildung sein sollen aus einem komplexen Gebiet g in die Menge c hinein. Und wir wollen fordern, dass diese beiden Funktionen f und g beide holomorph sind, das bedeutet differenzierbar sind in diesem ganzen Gebiet g, und es sollen nullstellenfreie Funktionen sein. Und zusätzlich soll hier gelten, dass die Ableitung von f dividiert durch f dasselbe sein soll wie die Ableitung von g dividiert durch g, und zwar für jede beliebige komplexe Zahl in diesem Gebiet g. Und dann fordern wir zusätzlich noch, dass diese beiden Funktionen f und g in einem einzigen Punkt aus der Menge g übereinstimmen. Und diesen Punkt habe ich hier mit a bezeichnet. Das heißt, es soll gelten, f von a ist gleich g von a. Und wenn diese ganzen Voraussetzungen erfüllt sind, dann folgt daraus, dass diese beiden Funktionen f und g identisch sind. Das heißt also, f von z ist gleich g von z für jede beliebige Zahl z aus diesem Definitionsgebiet g. Und diesen Satz werde ich jetzt zunächst einmal beweisen. Also Beweis. Laut Voraussetzung gilt ja zunächst einmal, f' dividiert durch f ist dasselbe wie g' dividiert durch g. Und diese Gleichung, die kann ich ja multiplizieren mit f mal g auf beiden Seiten, dann erhalten wir die äquivalente Darstellung f' mal g ist gleich f mal g'. Und nun kann ich den Term f mal g' auch auf die linke Seite mit rüberziehen, sodass dort dann steht f' mal g minus f mal g' ist gleich 0. Und im nächsten Schritt multipliziere ich jetzt diese Gleichung mit 1 dividiert durch g². Das ist hier zulässig, da wir ja gefordert haben in der Voraussetzung, dass beide Funktionen f und g nullstellenfrei sind. Das heißt insbesondere auch die Funktion ist, g ist nullstellenfrei, und das heißt, wir dividieren hier auf keinen Fall durch die Zahl 0. Dann erhalten wir hier folgende Darstellung, f' mal g minus f mal g' dividiert durch g² ist gleich 0. Und wenn Sie sich jetzt diesen Ausdruck hier einmal anschauen, der hier links vom Gleichheitszeichen steht, dann ist das doch dasselbe, also äquivalent dazu, als wenn Sie den Quotienten f dividiert durch g ableiten. Das ist ja gerade die Quotientenregel. Also muss f dividiert durch g abgeleitet gerade 0 ergeben. Und wir wissen, wenn eine Ableitung 0 ist, muss offensichtlich diese Funktion, also im unseren Fall f von z dividiert durch g von z, eine Konstante sein. Denn nur Konstanten abgeleitet ergeben eine 0. Und daraus folgt dann jetzt schließlich, dass f von z offensichtlich sein muss, eine Konstante, die wir noch nicht kennen, die wir gleich bestimmen werden, mal g von z. Nun haben wir ja aber im Satz noch eine weitere Voraussetzung, die steht hier unten, die rahme ich hier mal rot ein, und zwar gibt es einen Punkt im Definitionsbereich, den ich hier mit a bezeichnet habe, so dass die beiden Funktionen dort übereinstimmen. Das bedeutet, es muss ja auch gelten, f von a ist gleich g von a, und dann sehen Sie, dass die Konstante offensichtlich hier eine 1 sein muss. Und daraus folgt dann schließlich, dass die Funktion f von z gleich g von z sein muss, und zwar gilt das für alle komplexen Zahlen z aus dem Definitionsbereich g. Und damit wäre dieser Satz auch schon bewiesen, wie Sie sehen. Und jetzt kommen wir eigentlich zum Eigentlichen dieses Videos, nämlich zur Produktdarstellung der Sinusfunktion. Und die sieht folgendermaßen aus, die schreibe ich hier mal als Satz hin, das ist also jetzt die Produktdarstellung der Sinusfunktion. Sinusfunktion kürze ich mal so ab. Das heißt, wir können schreiben, die Sinusfunktion an der Stelle Pi mal z ist dasselbe wie Pi mal z multipliziert mit dem unendlichen Produkt von k gleich 1 bis unendlich über 1 minus z Quadrat dividiert durch k Quadrat, und diese Gleichung gilt für alle komplexen Zahlen z aus der Menge c. Und diesen Satz, den werde ich jetzt beweisen, also Beweis.
Und wir betrachten dazu jetzt einmal zwei spezielle Funktionen, also seien f und g, zwei Funktionen und zwar Abbildungen aus der Menge der komplexen Zahlen, allerdings ohne die Menge der ganzen Zahlen, wobei hier die Zahl 0 allerdings noch zulässig sein soll. Also f und g seien zwei Funktionen, die eine Abbildung sind in die Menge der komplexen Zahlen und wir definieren uns jetzt diese beiden Funktionen folgendermaßen. Die Funktion f von z sei ja stückweise definiert und zwar einmal als Sinus von Pi mal z dividiert durch Pi mal z und das soll gelten für alle z ungleich 0. Also für alle z, die im Definitionsbereich liegen, aber die ungleich von 0 sind. Und die Funktion f von z soll 1 sein für den Fall, dass z gleich 0 ist. Z gleich 0 ist ja zulässig, wie Sie sehen. Und wir definieren uns dann noch eine zweite Funktion, g von z. Die sei hier folgendermaßen definiert als unendliches Produkt von k gleich 1 bis unendlich über 1 minus z Quadrat dividiert durch k Quadrat. Und was wir jetzt machen werden ist, also erst zunächst sehen wir einmal, dass diese Funktionen offensichtlich im ganzen Definitionsbereich nullstellenfrei sind, denn die Funktion f von z kann nie null werden, denn die Sinusfunktion wird ja nur an ganzzahligen, ja an allen Stellen der ganzen Zahlen null und die sind ja gerade ausgeschlossen. Allerdings an der Stelle z gleich 0 ist die Funktion f von z noch definiert. Dort wird sie gerade zu 1 gesetzt. Und die Funktion g von z ist ebenfalls nullstellenfrei. Das unendliche Produkt könnte ja nur dann null werden, wenn Sie für z irgendeine ganze Zahl einsetzen. Setzen Sie für z gleich 0 ein, dann sehen Sie, dann haben Sie für g von z ein unendliches Produkt von Einsen hier stehen und das ist 1. Also sind die beiden Funktionen f und g zunächst einmal nullstellenfrei und diese beiden Funktionen sind auch differenzierbar auf dem ganzen Definitionsbereich. Und was wir jetzt machen werden ist, wir werden jetzt einmal den Logarithmus der Funktion f von z betrachten. Das wäre ja, wenn wir dazu benutzen wir hier die erste Zeile von f von z, also die Definition hier oben. Das wäre ja dann gerade der natürliche Logarithmus von Sinus von Pi mal z dividiert durch Pi mal z. Und jetzt wende ich die Rechenregeln für Logarithmen an. Wir können jetzt also diesen Bruch zerlegen in zwei Logarithmen, nämlich in den Logarithmus vom Zähler, also den Logarithmus von Sinus Pi z minus den Logarithmus von Pi mal z. Und was ich jetzt machen werde, ich werde jetzt diese Gleichung auf beiden Seiten ableiten. Dann erhalten wir auf der linken Seite mit der Kettenregel zunächst einmal der Logarithmus abgeleitet, liefert ja 1 durch das Argument, also in unserem Fall 1 dividiert durch f von z mal der inneren Ableitung und das wäre gerade f' von z. Und die rechte Seite abgeleitet, ja, der Logarithmus liefert 1 dividiert durch das Argument, das wäre jetzt Sinus von Pi mal z dividiert durch Pi mal z, multipliziert mit, das ist natürlich Quatsch, was ich hier geschrieben habe, das ist 1 dividiert durch, wir sind ja bei diesem Logarithmus hier, das ist 1 dividiert durch Sinus von Pi mal z, multipliziert mit der inneren Ableitung aus dem Sinus erhalten Sie ein Cosinus, also Cosinus von Pi mal z. Und dann müssen Sie das noch einmal nachdifferenzieren. Pi mal z abgeleitet liefert gerade Pi. Dann gehen wir zum zweiten Logarithmus über. Auch hier erhalten Sie 1 dividiert durch Pi mal z mal der inneren Ableitung. Das wäre hier gerade Pi. Und Sie sehen, hier hinten kürze ich das Pi offensichtlich heraus. Und wir wissen, dass Cosinus dividiert durch Sinus ja gerade der Kotangens ist. Also erhalten wir hier Pi mal der Kotangens an der Stelle Pi mal z minus 1 dividiert durch z. Und das Gleiche werden wir jetzt machen für die Funktion g von z. Auch dort betrachten wir den natürlichen Logarithmus dieser Funktion, also ln von g von z. Das wäre der natürliche Logarithmus von dem unendlichen Produkt von k gleich 1 bis unendlich über 1 minus z Quadrat dividiert durch k Quadrat. Und nun
wenden wir die Logarithmenregel hier drauf an. Ein Produkt geht ja dann über in eine Summe, in unserem Fall also in eine unendliche Summe von k gleich 1 bis unendlich über die natürlichen Logarithmen von 1 minus z Quadrat dividiert durch k Quadrat. Auch diese Gleichung werde ich jetzt auf beiden Seiten ableiten. Dann erhalten Sie auf der linken Seite mit der Kettenregel 1 dividiert durch g von z mal der inneren Ableitung, das wäre gerade g' von z. Und auf der rechten Seite erhalten Sie die unendliche Reihe von k gleich 1 bis unendlich. Der Logarithmus abgeleitet liefert zunächst einmal 1 dividiert durch 1 minus z Quadrat dividiert durch k Quadrat, multipliziert mit der inneren Ableitung. Wir müssen jetzt also den Term 1 minus z Quadrat durch k Quadrat noch ableiten. Das liefert also minus 2z dividiert durch k Quadrat. Und was ich jetzt mache ist, ich werde jetzt dieses k-Quadrat hier in den ersten Bruch in den Nenner mit hinein multiplizieren und das Minuszeichen, was hier oben im Zähler steht, das bringe ich auch in den Nenner hinein, sodass wir halten, das ist die unendliche Summe von k gleich 1 bis unendlich, dann bleibt im Zähler 2z stehen und im Nenner dann z-Quadrat minus k-Quadrat. Was haben wir jetzt hier rausbekommen? Wir haben rausbekommen einmal die Ableitung f' dividiert durch f und einmal die Ableitung g' dividiert durch g. Und jetzt müssen wir uns noch einmal erinnern an die Partialbruchzerlegung des Kotangens. Das möchte ich hier noch einmal hinschreiben. Die Partialbruchzerlegung des Kotangens. Die hatten wir hergeleitet im Video Zahlentheorie Nummer 22. Und dort hatten wir folgendes Ergebnis erzielt. Und zwar hatten wir dort gezeigt, dass Pi multipliziert mit Kotangens von Pi mal z minus 1 dividiert durch z dasselbe ist wie die unendliche Summe von k gleich 1 bis unendlich über 2z dividiert durch z Quadrat minus k Quadrat. Das können Sie sich nochmal anschauen, die Herleitung. Das finden Sie im Video, das vermerke ich hier noch einmal, im Video Zahlentheorie Nummer 22. Und Sie sehen offensichtlich, wenn Sie die beiden Ergebnisse sich einmal anschauen, was wir hier rausbekommen haben, für f' dividiert durch f haben wir hier Pi mal Kotangens Piz minus 1 z rausbekommen und für g' dividiert durch g haben wir rausbekommen, das ist die unendliche Reihe von k gleich 1 bis unendlich über 2z dividiert durch z Quadrat minus k Quadrat. Also haben wir hier offensichtlich gezeigt, es gilt hier f' von z dividiert durch f von z ist gleich g' von z dividiert durch g von z. Und nun hatten wir allerdings im Satz noch eine weitere Bedingung. Ich gehe nochmal nach oben. Wir haben also schon einmal gezeigt, dass die Ableitung, die man sagt dazu die logarithmische Ableitung, also f' durch f dasselbe ist wie g' durch g. Und Sie sehen hier noch in Rot eingerahmt, wir müssen jetzt noch zeigen, dass die Funktionen f und g in einem Punkt a aus dem Definitionsbereich übereinstimmen. Wenn das noch gezeigt werden kann, dann ist gesichert, dass diese beiden Funktionen f und g identisch sind. Und dazu betrachten wir einmal die Funktion f an der Stelle 0. F an der Stelle 0, das können Sie hier oben ablesen, das sehen Sie hier in der Definition der Funktion f. An der Stelle 0 liefert die Funktion f offensichtlich gerade den Zahlenwert 1. Und was liefert die Funktion g an der Stelle 0? G an der Stelle 0, dann gehen Sie mal in die Definition dieser Funktion g hier hinein. Wenn Sie z gleich 0 einsetzen, erhalten Sie ein unendliches Produkt, wo hier nur Einsen stehen. Sie multiplizieren also unendlich viele Einsen aufeinander auf und das liefert im Produkt wieder eine 1. Also gilt hier g von 0 ist gleich f von 0. Das heißt, diese beiden Funktionen f und g stimmen in einem Punkt überein und nach obigem Satz können wir daraus jetzt schließen, dass offensichtlich die Funktion f von z identisch sein muss mit der Funktion g von z. Und zwar muss das gelten für alle komplexen Zahlen aus unserem Definitionsbereich und der war ja die Menge der komplexen Zahlen ohne die Menge der ganzen Zahlen, aber die 0 war noch zulässig. So, damit
kriegen wir jetzt Folgendes. Wir haben also jetzt gezeigt, dass die Funktion f und g identisch sein müssen. Daraus folgt doch jetzt, ja, für f von x nehme ich mal den Term Sinus von pi z dividiert durch pi mal z, muss dann identisch sein mit dem unendlichen Produkt von k gleich 1 bis unendlich über 1 minus z Quadrat dividiert durch k Quadrat. Ich habe also eigentlich nur die definitorischen Gleichungen von oben hier eingesetzt. Und was ich jetzt im nächsten Schritt mache, ich multipliziere diese Gleichung auf beiden Seiten mit pi mal z, dann erhalten Sie hier, das ist Sinus, auf der linken Seite zunächst einmal Sinus von pi mal z und das muss gleich sein pi mal z multipliziert mit dem unendlichen Produkt von k gleich 1 bis unendlich über 1 minus z Quadrat dividiert durch k Quadrat. Und wenn Sie sich diese Gleichung jetzt einmal anschauen, hier oben waren ja für die komplexen Zahlen noch einige Ausnahmen, denn wir dürfen keine ganzen Zahlen hier einsetzen, die 0 zwar ja, aber keine anderen ganzen Zahlen. Allerdings in dieser Gleichung dürfen Sie jede beliebige komplexe Zahl einsetzen. Diese Gleichung ist auch für alle ganzen Zahlen immer noch richtig. Denn wenn Sie irgendeine beliebige ganze Zahl hier einsetzen würden, Sinus von Pi mal einer ganzen Zahl gibt immer 0 und die rechte Seite würde ebenfalls auch eine 0 ergeben, sodass diese Gleichung tatsächlich gilt für alle komplexen Zahlen Z aus der Menge C. Und damit hätten wir diesen Satz jetzt bewiesen. So, was ich jetzt machen möchte, ist, ich möchte jetzt einen Zusammenhang noch einmal herstellen zwischen der komplexen, ja, zwischen der Gamma-Funktion und der komplexen Sinus-Funktion. Und dazu betrachten wir noch einmal das Ergebnis, was wir im letzten Video erzielt hatten. Das habe ich hier rechts im blauen Kasten noch einmal hingeschrieben. Die Herleitung finden Sie im Video Zahlentheorie Nummer 29. Dort hatten wir gezeigt, dass 1 dividiert durch die Gamma-Funktion an der Stelle z multipliziert mit der Gamma-Funktion an der Stelle minus z dasselbe ist wie minus z Quadrat multipliziert mit dem unendlichen Produkt von k gleich 1 bis unendlich über 1 minus z Quadrat dividiert durch k Quadrat. Und diese Gleichung gilt hier für alle komplexen Zahlen z. Und wir werden jetzt einmal Folgendes machen. Wir nehmen jetzt diese Gleichung, die wir eben bewiesen haben, die ich hier oben im schwarzen Kasten eingerahmt habe. Und ich möchte diese Gleichung jetzt einfach mal multiplizieren auf beiden Seiten mit minus z dividiert durch pi. Wenn Sie das machen, erhalten Sie, also ich benutze jetzt diese Gleichung hier, dann erhalten Sie doch auf der linken Seite offensichtlich, also daraus folgt, minus z zunächst einmal mal Sinus von Pi mal Z und das Ganze dividiert durch Pi. Auf der rechten Seite würden Sie dann gerade halten, ja, das ist minus Z Quadrat multipliziert mit dem unendlichen Produkt von K gleich 1 bis unendlich über 1 minus Z Quadrat dividiert durch K Quadrat. Nun, wenn Sie sich diesen Ausdruck anschauen und das Ergebnis, was hier im blauen Kasten rechts steht, ist das doch offensichtlich dasselbe wie 1 dividiert durch die Gamma-Funktion an der Stelle z multipliziert mit der Gamma-Funktion an der Stelle minus z. Und nun bedenken wir noch, es gilt ja für die Gamma-Funktion auch die Funktionalgleichung, die schreibe ich hier auch nochmal vielleicht hin, die Funktionalgleichung der Gamma-Funktion. Der Gamma-Funktion. Wie lautete die noch einmal? Und zwar Gamma an der Stelle z plus 1 ist dasselbe wie z multipliziert mit Gamma von z. Und ich kann jetzt einmal dieses z ersetzen durch minus z auf beiden Seiten der Gleichung. Dann erhalten Sie auf der linken Seite die Gamma-Funktion an der Stelle minus z plus 1. Das kann ich aber auch schreiben als die Gamma-Funktion an der Stelle 1 minus z offensichtlich. Auf der rechten Seite erhalten Sie dann minus z multipliziert mit der Gamma-Funktion an der Stelle minus z. Ja, und wenn Sie das auflösen nach der Gamma-Funktion an der Stelle minus z, dann erhalten Sie hier die Gamma-Funktion an der Stelle 1 minus z dividiert durch minus z. Und dieses Ergebnis, das werde ich jetzt benutzen und setze das ein, hier oben in die Gleichung, in den Nenner hier unten.
Dann erhalten Sie auf der rechten Seite doch offensichtlich im Zähler minus z. Das minus z wandert ja in den Zähler hinein und im Nenner würde dann stehen die Gamma-Funktion an der Stelle z multipliziert mit der Gamma-Funktion an der Stelle 1 minus z. Und dann sehen Sie, dass sich in dieser Gleichung offensichtlich das minus z auf beiden Seiten hier heraushebt, sodass auf der rechten Seite nur noch eine 1 im Zähler übrig bleibt. Und dann bilde ich den Kehrwert dieser Gleichung und erhalte dann folgendes Ergebnis: die Gamma-Funktion an der Stelle z multipliziert mit der Gamma-Funktion an der Stelle 1 minus z muss dasselbe sein wie Pi dividiert durch die Sinusfunktion an der Stelle Pi mal z. Und diese Gleichung, die werden wir benötigen in einem späteren Video, wenn wir uns mit der Funktionalgleichung der Riemannschen Zeta-Funktion beschäftigen. Aus dieser eingerahmten Gleichung, also der Zusammenhang zwischen der Gamma-Funktion und der komplexen Sinusfunktion, lässt sich jetzt ein spezieller Zahlenwert berechnen. Und zwar fragen wir uns jetzt einmal, das formuliere ich hier mal als Beispiel, was ergibt die Gamma-Funktion an der Stelle 1/2. Das wollen wir hier einmal ermitteln. Dann nehme ich diese Gleichung, die hier oben steht, also diese hier, und setze einmal für z gleich 1/2 ein. Dann erhalten Sie Gamma an der Stelle 1/2 multipliziert mit der Gamma-Funktion an der Stelle 1 minus 1/2. Das gibt aber wieder 1/2. Und das gibt zusammengefasst die Gamma-Funktion zum Quadrat an der Stelle 1/2. Auf der rechten Seite halten Sie dann Pi dividiert durch die Sinusfunktion an der Stelle Pi mal 1/2 und das gibt gerade Pi halbe. Und wir wissen, die Sinusfunktion an der Stelle Pi halbe hat ja gerade den Wert 1, sodass hier insgesamt gerade Pi rauskommt. Und nun können Sie von dieser Gleichung auch die Wurzel ziehen und erhalten dann für die Gamma-Funktion an der Stelle 1/2 offensichtlich folgendes Ergebnis, nämlich plus oder minus Wurzel aus Pi. Nun müssen wir uns aber nochmal erinnern, wie überhaupt die Gamma-Funktion, besser gesagt die reelle Gamma-Funktion aussieht. Wenn ich hier einmal den Graphen dieser reellen Gamma-Funktion auftrage für positive reelle Zahlen, dann sieht dieser ja ungefähr so aus. Und Sie sehen, dass offensichtlich die Gamma-Funktion für reellwertige x-Werte, also für reelle x-Werte, die größer als 0 sind, dass die Gamma-Funktion immer einen positiven Wert liefert. Und das gilt für alle x größer als 0. Und das bedeutet insbesondere, wir suchen ja den Funktionswert an der Stelle Gamma an der Stelle 1/2. Das heißt, wenn ich 1/2 mal hier ungefähr festlege, dann würden Sie also einen positiven Funktionswert erhalten und der kann eigentlich nur die positive Wurzel von Pi sein. Das heißt letztendlich, dieses negative Vorzeichen hier unten, das können wir ignorieren und wir halten dann letztendlich hier die Gamma-Funktion an der Stelle 1/2 ist dann gerade Wurzel aus Pi. Und auch dieses Ergebnis möchte ich hier einrahmen, weil wir das im nächsten Video benötigen.